Je nach Ausstattung kann der Renault Talisman mit einem Geschwindigkeitsbegrenzer und einem adaptiven Geschwindigkeitsregler ausgestattet sein. Der dazugehörige Hauptschalter befindet sich an der Mittelkonsole. Ein aktiver Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer wird dem Fahrer durch ein entsprechendes oranges Piktogramm in der Instrumententafel angezeigt. Die Speicherung der gewünschten Geschwindigkeit erfolgt mit diesen Tasten am Lenkrad. Ist der Fahrgeschwindigkeitsregler eingeschaltet, so erscheint ein entsprechendes grünes Piktogramm in der Instrumententafel. Diese Funktion hält eine gespeicherte Geschwindigkeit konstant, ohne dass der Fahrer das Fahrpedal betätigen muss. Die Speicherung erfolgt ebenfalls über die Tasten am Lenkrad.